Damals sind wir auch schon auf Sylt. Herzlich willkommen auf der Insel der Schönen und Reichen. Herzlich willkommen zur 12. Folge von Zusi 3 zusammen mit Tobi. Moin. Ja, wir sind heute unterwegs auf der Bahnstrecke nach Sylt. Und ich würde sagen, ich spule mal kurz vor, damit wir uns auch den Zug direkt reinsetzen können. Und dann geht auch schon die wilde Fahrt los. Auf nach Sylt. So, da sind wir auch schon. Ich schalte da ja mal in den Dark Mode, mache mir hier einmal den Fahrplan auf. Und dann geht es auch schon los. Mit einer Diesellokomotive der Baureihe 215. Unterwegs auf der Bahnstrecke. Unser Zug kommt ursprünglich aus Hamburg und auf der Fahrt nach Westerland auf Sylt. So, wir hatten jetzt gerade 70 km/h gesagt bekommen. Und ja, ich hatte in der letzten Folge schon angeteasert, dass wir hier auf dieser Bahnstrecke unterwegs sein werden. Die letzte des Let's Plays, beziehungsweise dieser Staffel des Let's Plays, mehr dazu hatte ich jetzt schon in der letzten Folge erzählt. Könnt euch gerne oben auf dem Video ansehen, die letzte Folge. Falls euch dazu mehr interessiert. So, wir müssen hier aufpassen, wir können nur 70 fahren, weil wir gerade direkt hier beim Losfahren eine langsame Fahrt 70 angekündigt bekommen haben. Ist auch eine Premiere, zum ersten Mal in einer Diesel-Lok fahren. Bobby, oder? Was? Ja, bisher war. Also, ich hab mir nicht gemerkt, welche Loks von denen mit Diesel und welche mit Elektro gefahren sind, aber. Ist ja jetzt so danach, warum eine Stromleitung ist oder nicht? Eine Oberleitung ist oder nicht? Ja, die Loks können auch mit elektrifizierten Strecken fahren. Ja, aber fahren. Wir können gerade keine Elektro-Lok fahren. So, hier, diese Brücke, das ist unsere langsame Fahrstelle. Hier sind nur 70 km/h erlaubt. Danach geht's weiter. So, unser erster Halt ist in Friedrichstadt bei 147,1. Und weil Tobi vorhin, als ich gerade kurz rausgeschnitten hatte, in der Stelle gefragt hatte, ja, Sylt ist eine deutsche Insel. Da wäre die Frage, wie kommen wir dorthin? In eine Insel in, Nordfriesland, die nördlichste deutsche Insel, wohlgemerkt. Und die Frage ist, wie kommen wir dorthin? Das ist eine gute Frage. Das werden wir diese Folge noch sehen. Nächster Halt. Ist die Spannung nicht rausgestartet? Na klar. Die es natürlich schon wissen, die wissen's. Die anderen werden es erst empfangen. Achten Sie auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Also 120 kommen wir fahren. 147,1 ist schon wieder hier vorne. So. Also man kann den Zug auch übrigens auch so hier bremsen, aber es ist nur sehr, sehr schwach. Deswegen ich hier diese Bremse nehme, aber mit der kann man nur gar nicht oder stark bremsen, ne? Das macht das Ganze heute beim Fahren ein bisschen witzig. Weil dieser Bremse hier nur sehr schwach bremsen kann und wenn er hier drüben nur sehr stark bremsen kann. Also ich gucke gerade so mit 2 FPS zu. Ja, okay, bei mir sind es ein paar mehr FPS. Wahrscheinlich in meinem hervorragenden Internet. Ja, bestimmt. Ach, wollen Leute was von mir, ey? Was soll denn das? Also Menschen, die was von einem wollen. Schreiben einfach. So, da sind wir auch schon. Meine Uhr, genau, 18. Wir sind pünktlich. So, das ist hier, warte. Sag ich mal von draußen hier. So eine blaue 215. Und dahinter haben wir. Ich würde schon fast sagen Türkis. Ja, blau, Türkis. Halt im Landesdesign von Schleswig-Holstein. Von NaSH. Und dahinter haben wir ein paar Married Pair Wagen, heißen die. Auch im Landesdesign von Schleswig-Holstein. Das sind diese Wagen, die hier für diese
Bahnstrecke, also für diesen Regionalexpress zwischen Hamburg und Westerland so berühmt sind. Hast du auch eine Hintergrundgeschichte für die, für den Wagennamen? Nee, mehr weiß ich leider auch noch zu dir nicht. Hm. Und eine Bremse drinne, Türen erst schließen? Was versuchst du gerade? Ah. Ich habe den Hebel falsch rum. Ich habe den Türhebel falsch rumgedreht. Ich hatte ihn nicht auf zugedreht, sondern auf links und rechts offen. Das war mein Fehler. Sehr gut. Jetzt aber nach oben und nicht nach unten drehen. Damit die Türen zu sind. Gut, dann geht's auch weiter. Ja, halbe Minute Verspätung. Passt. Weil ich eine halbe Minute jetzt den Türhebel gerade umgedreht habe. So, und der nächste Halt ist dann auch schon Husum. Ein etwas größerer Bahnhof hier. Deswegen. Und der ist bei 158,3. Das sind der Regionalexpress. Das heißt, wir haben nur ein bisschen was zu fahren. In dem Fall jetzt 11 Kilometer bis nach Husum zum nächsten Bahnhof. Und ihr seht schon, diese Bahnstrecke ist jetzt nicht gerade so modern von der Technik. Diese Formsignale kennen wir noch aus den letzten Folgen. Wo das hier mal PCB-Magnete sind, angebracht sind. Aber ich sag mal, zumindest von der Lok her haben wir uns schon mal ein bisschen gebessert von der modernen Teil. Ja, in der letzten Folge haben wir da ja doch fast schon prähistorisches Rollmaterial genutzt. Ne, aber diese Bahnstrecke hier hoch, die ist eine sehr, sehr stark befahrene Bahnstrecke, die aber, das werden wir im weiteren Verlauf sehen, nicht nur nicht elektrifiziert, sondern auch noch stellenweise eingleisig ist. Was dafür sorgt, dass hier ordentlich Engpässe sind, weil hier fahren Regionalexpresse lang, hier fahren dann Autozüge noch lang, später, dazu komme ich dann noch, zu den Autozügen, wenn es denn soweit ist. Hier fährt das Sylt Shuttle Plus, zu dem werde ich in der nächsten Folge, dann werden wir mit dem einfach ein bisschen eingehen, auf den, ja, man könnte fast meinen sinnlosesten Zug Deutschlands. Hier fahren Güterzüge, hier fahren Intercities. Also die Strecke ist schon sehr, sehr gut besucht, hat aber noch eine historisch anmutende Streckenausrüstung, nicht elektrifiziert und stellenweise eingleisig. In anderen Worten, die schreit eigentlich nach Ausbau der Bahnstrecke hier. Ich habe auch schon mehrfach gehört, dass es hier irgendwie demnächst bald irgendwann auch ausgebaut werden soll, aber genau das habe ich leider auch noch nicht gelesen. Deswegen, wenn ihr da mehr wisst zu der Bahnstrecke hier und wie die ausgebaut werden soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß nur, dass es getan werden soll und ich bin auch der Meinung, dass es wahrscheinlich recht ratsam wäre, weil die Auslastung ist ganz gut. Aber weißt du, was schön an dieser Diesel-Ock ist? Wenn man auf Null schaltet, dann ist Stille. Ruhe. Ich habe mal recherchiert wegen dem Namen. Ha. Und zwar, genau, die sind von Bombardier. Als Besonderheit verfügt nur jeder zweite Wagen über eine Energieversorgungsanlage, welche jeweils den eigenen und den Nachbarwagen versorgt, woraus sich der Name Mary Pair ableitet. Das Ding ist nämlich bei den Waggons, die sind immer zwei zusammengekoppelt und die sind halt auch so zusammengekoppelt, also nicht wie in einer standardmäßigen Kupplung, sondern die sind so zusammengekoppelt, dass man die nur in der Werkstatt trennen kann. Aber okay. Es sind halt immer zwei Wagen zusammen. Also ist, sie sind diesen fest verkuppelt. Genau. Okay. Ja. Das ist besonders an denen. Daher kommt der Name. Ich glaube, die sind noch eine Sonderanfertigung hier für die Bahnstrecke, weil sonst habe ich noch nie davon gehört, dass sie irgendwo sonst noch in Deutschland fahren. Das ist hier auf dieser Bahnstrecke. Aber gut zu wissen, gut zu wissen. Es ist so still, wenn man keinen Motor im Hintergrund rauschen hört. Ja. Musst du schalt direkt mal wieder Lautstärke. Hoch. Ich schalte direkt mal wieder hoch. Mit der Lautstärke, dass es nicht so laut ist, ne? Ja. Der Zug. Im Vergleich zu uns. Nö, das sollte schon passen. So, hier haben wir die Bahnstrecke aus Bad St. Peter-Ording. Der werden wir auch noch fahren. Mit der Regionalbahn von Husum nach Bad St. Peter-Ording. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier auf der Marschbahnstrecke. So heißt diese Strecke hier.
So, 158,3 war es immer noch. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Husum. Oh, geht, dort haben wir rollt hier so schnell aus mit dem Zug. Die Regionalexpress 74 nach Kiel Hauptbahnhof, 9:35 von Gleis 1. Sowie die Regionalbahn 64 nach Bad Ich will jetzt auch nicht mit 110 über 9:36 von Gleis 3. Bitte warten Sie auf die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aussteigen. Auf Wiedersehen. Stellen wir uns durch, wir kommen jetzt aber später auf 140 noch fahren. Aber ihr seht es auch, hier sind rege Geschwindigkeitswechsel auf der Strecke auch teilweise. Deswegen bin ich recht zufrieden, dass wir aktuell 120 fahren dürfen. Und wieder aus. Gang die Lok. Wir haben jetzt bei uns in der Stadt jetzt auch neue Busse von MAN, diese hypermodernen Busse. Und immer wenn die an der Haltestelle halten und die Türen aufmachen, hört man, wie der Motor ausgeht. Und wenn sie die Türen wieder zumachen, geht der Motor wieder an in dem Bus. Das finde ich auch ganz interessant. So, grün-gelb. Langsamfahrt. Dieses Stop-and-Go, was du auch bei vielen neuen Autos einfach hast, dass du halt an der Ampel, sobald du halt stehst und Bremse drückst oder so, dann geht halt der Motor aus, um erstens Kraftstoff zu sparen und warum soll der laufen so? Umweltschädlich. Und kostet mittlerweile auch. Ja. Und seitdem man ja auch nicht mehr mit der Kurbel vorne den Motor andrehen musste, ist es ja auch nicht so schlimm. Na. Wenn der Motor ab und zu mal ausgeht. So, ihr seht zumindest, ich habe gerade auf nur die unter 85 km/h gehen wollen. Jetzt bin ich plötzlich bei 55 km/h gelandet, weil die Bremse ein bisschen stark ist. Und wenn man sie löst, dann hat man auch das Problem, dass sie jetzt nicht sofort auch komplett löst, sondern es einen Moment dauert, die sich löst. Nächster Halt, Husum. Minuten Aufenthalt haben und auf den Gegenzug warten, denn ab jetzt wird's langsam eingleisig. Habt doch schon gehört hier, Ansage und Zugbegleiteransage. Die Leute können hier auch schön umsteigen. In Schleswig-Holstein haben wir ja einen integralen Taktfahrplan für den Regionalverkehr. Mit anderen Worten, man kann immer in alle Linien an größere Knotenbahnhöfen umsteigen. Da drüben war zum Beispiel auch schon die Regionalbahn nach Bad St. Peter-Ording am Bahnsteig. Da drüben war auch noch eine andere Regionalbahn. Sifa. Ist ja gut. So, rollen wir noch ein bisschen aus. Bis ganz nach vorne, weil unser Zug ist schon recht lang, deswegen sollte man schon den ganzen Bahnsteig möglichst ausnutzen. Na, da seht ihr das auch. So kurz sind wir jetzt auch wieder nicht. Wir sind 183 Meter, steht sogar im Buchverplan oben drin. Wow. Das ist eine Menge. Ja, und dann warten wir mal. Aber da hinten am Horizont sehe ich schon die Married-Pair-Wagen des Gegenzuges lang rauschen, weil jetzt wird es eingleisig. Genau, und da kommt auch schon der Gegenzug. Der hat hinten eine Schiebelok, wir haben vorne eine Zuglok. Gibt es da keine Wendemöglichkeit, oder? Das ist, naja, mittlerweile seit 50 Jahren macht man das so ungefähr. Guck mal, es sind sogar zwei von den Garnituren hintereinander gekoppelt. Das macht man einfach so aus dem Grund, weil es effektiver ist, als wenn man jedes Mal die Lok umsetzt. Man lässt einfach die Lok an einer Seite, auf der anderen Seite hat man einfach einen Triebkopf, dass man sich rein und dann schiebt einfach die Lok von hinten. Das ist deutlich effektiver. Ja, meinte ich, dass der Zug dann nicht einfach eine Schleife fährt oder so. Ja, Schleifen gibt es im Zugverkehr ja eh nicht. Na ja, gut. Da macht man immer Kopf. Und früher war es eben so, dass man dann vorne die Lok abgekuppelt hat, die ist vorgefahren, dann brauchte man einen Nachbargleis daneben, über das die Lok dann den Zug überholt hat. Und dann wieder angekoppelt hat. Aber da brauchst du ja 15 Minuten oder so. Also da musst du schon so 10 Minuten betriebstechnisch mindestens einplanen, um das hin und her zu machen. Du musst halt eben dein Gleis, noch ein Nachbargleis sperren. Du musst Teile des Gleisvorfeldes in beide Richtungen sperren. Zum Rangieren. Und so weiter und so fort.
Deswegen ist es betriebstechnisch viel einfacher, einfach reinzufahren, dann ans andere Ende vom Zug zu gehen und dann zurückzufahren, wie halt bei einem Triebwagen man es auch macht. Nur, dass man halt eben in dem Falle keinen Triebwagen hat, sondern halt eben eine Lok und einen Triebkopf. Oder bei starken oder bei Zügen, die starke Leistung brauchen, zwei Loks zum Beispiel. Zum Beispiel der ICE-1, der hat ja zwei Loks. Während der ICE-2, der hat ja eine Lok und hinten, das ist halt eben nur ein Triebkopf wiederum. Dann bei dem ersteren, dort schiebt dann einer von hin und der andere zieht, oder? Genau, beim ICE-1, da hat man vorne eine Lok, die zieht und hinten eine Lok, die schiebt gleichzeitig. Also die sehen zwar aus wie Triebwagen, aber tatsächlich sind die IC1 und IC2 keine richtigen Triebwagen, sondern die haben halt eben Waggons in der Mitte, die sich auch nur im Werk trennen lassen, die eigentlich fest zusammen verkoppelt sind und halt eben vorne zwei Lok, vorne und hinten jeweils eine Lok, die ja aussieht, als ob die auch zu dem Triebzug in Anführungszeichen gehören würde, und beim IC2 ist halt eben einfach nur ein Triebkopf und eine Lok. Und erst die nachfolgenden ICEs, jetzt mal mit Ausnahme vom ICL, das sind dann erst alles richtige Triebwagen. Also ein ICT, IC3, IC3 Velaro, ICE3 Neo, IC4. Und der Unterschied zwischen einem Triebwagen und einer Lok ist, dass bei einem Triebwagen noch Personen hinten drin sitzen können, oder? Nee, der Triebwagen ist einfach, da hast du einfach nur so ein Cockpit, aber das ist kein Motor drunter, sondern das ist einfach nur du kannst einfach hier nur steuern, aber du hast halt eben dann irgendwo irgendwo anders im Zug die Antriebseinheit. Zum Beispiel den hinten der Lok dann. Achso, das ist einfach nur eine Steuer zum Steuern. Also. Genau, das ist einfach nur eine Steuereinheit, aber da ist nicht der Motor drin. Während jetzt zum Beispiel in unserer Lok ist ja hinter mir, befindet sich ja der große Dieselmotor, mit dem die Lok hier arbeitet. So, wir haben hier in Husum 60 km/h. Jetzt so. Davon haben wir das Schild mit 80 km/h. Und kurz darauf kommt dann gleich auch 90 km/h. So, ich lasse mal beschleunigen gehen. Nur auf 80, dann 90 kommen bei 159,2, wenn man diesen Kanal. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an meine Abschlussfahrt in die Niederlande. Dort gab es nämlich auch über solche Kanäle, wo alle mal drüber gefahren sind. Das ist ja typisch für Ostfriesland, dass sie halt überall so Kanäle errichtet haben, um halt das Gebiet zu entwässern, weil es war ja wirklich das Moor früher. Richtig. Und in Niederlande ist es ja ähnlich. Witzige Story dazu. Ich habe Verwandte in dem Gebiet. Und das Ding ist, wenn man da in der Stadt zum Beispiel einfach mal so eine Kanalstraße entlangfährt, so eine Straße neben dem Kanal, dann sieht man, dass die Grundstücke, die sind alle relativ schmal, aber gehen ein ganzes Stück weit nach hinten. Und das liegt daran, dass früher, als so irgendein Typ dort geherrscht hat, ich habe jetzt keine Bezeichnung im Kopf, der hat halt gesagt so, ey, ihr kriegt das Land so viel, so breit neben dem Kanal, wie ihr Kanal grabt. Das heißt, die Leute haben sich dann halt, was weiß ich, 10 Meter, 15 Meter Kanal gegraben und dahinter dann auf der einen Seite haben sie halt das Land bekommen. Und Dann halt ein paar, weiß nicht, was wird das waren, 50 Meter oder so dahin. Und so sind halt diese Kanäle entstanden. Und die Grundstücke sind so lang. Ich glaube, das war so. Das hat mir mal irgendjemand erzählt. Also, gefährliches Halbwissen. Ja, und um ein annähernd rechteckige, also um ein annähernd quadratisches oder gar ganz quadratisches Grundstück zu bekommen, hätte man schon so um 50 Meter graben müssen oder so 40 Meter oder so. Aber hat er keiner Bock zu. Ja, also gäbe man nur so 10, 15 Meter und hat dann einfach noch hinten ein langes Grundstück. Ist auch in ganz vielen anderen Gegenden so, wo dann früher die Regel galt, dass man nach Front des Hauses, nach wie lang die ist oder nach Anzahl der Fenster oder so besteuert wurde früher. Mhm. Wo dann auch einfach die Häuser schmal, aber lang nach hinten gebaut wurden. So, jetzt kam gerade das Schild mit 140 km/h. Wuhu.
So, unser nächster Halt ist dann Bredstedt bei 176,8. Im Vergleich zu Husum sind das 18 Kilometer. Da steht, ja, ihr merkt, es ist ein Regionalexpress. Wir sind hier nur ein bisschen unterwegs oder halt auch. Aber bei dem hier geht es sogar ganz gut, weil man hier hin und wieder nochmal mit einem Geschwindigkeitswechsel sowas zu beachten hat. Deswegen, wir müssen dann schauen, wir sind jetzt. Ey, ich habe seit 2 Sekunden das gleiche Bild, ne? Also, was ist jetzt, jetzt habe ich ein neues Bild. Boah. Jetzt habe ich ein neues Bild. Was ist denn beim Internet los, Alter? Ah, schlimm. Aber wie gesagt, jetzt sind wir in dem Abschnitt hier mit 120 km/h, dann. Ja, mit 140 km/h. Dann bei 164,4 kommt dann die 120 km/h. Kam jetzt gerade der Vorankündiger. Das war gar nicht auf über 120 km/h gehen. Bei der Überleitstelle Hattstedt, die jetzt hier kommt. Danach kommen 110 km/h bei 166 und danach kommt wieder 140 km/h. Und bei 175,9 ist dann kurz vor Bredstedt, da sind wir erst wieder 100 km/h. So, ganz interessant, hier haben wir einen ganz, ganz kurzen Abschnitt feste Fahrbahn. Tobi, hast du eine Ahnung, was feste Fahrbahn ist? Kannst du schon überhaupt sehen, was feste Fahrbahn ist? Ich würde sagen, einfach Beton jetzt auf dem Kies, oder? Ja, das Beton und da drauf sind einfach die Schienen befestigt. Und warum könnte man das, warum könnte man irgendwo feste Fahrbahnen verbauen? Moor. Nee. Schade. Unabhängig vom Untergrund tatsächlich. Damit Autos drüber fahren können. Nee, weil es sind immer noch Schienen oben drüber. Also die Schienen sind auf die Beton drauf gemacht, nicht mehr im Bahnübergang, wo die dann in das Beton, wo dann in Beton oder Gummi oder irgendwas eingelassen wurden. Überleg mal, so ein ICE mit 300 km/h und der rauscht irgendwo, und der rauscht irgendwo entlang und unten liegt Schotter und reißt den mit, bei 300 km/h Geschwindigkeit. Fahren wir wieder 140. Ne, ich weiß, hier ist ein kurzes Stück, weil ich auch nicht weiß warum, aber. Ja. Also dann hätte ich halt gesagt, dass es nicht wegfliegt, aber das war ja nicht der Fall. Ja, also in der Regel nutzt man feste Fahrbahn bei Hochgeschwindigkeitsstrecken. Einfach weil dort, damit es nicht zu Schotterschlag kommt. Und auch weil es angenehmer vom Fahrgefühl her ist. Weil einfach, und auch weil eine starke Kraft da dem auf das Gleis dann ausgewirkt wird, vor allem in Kurven bei 300 km/h. Und das ist stabiler, wenn das Ganze fest betoniert ist, als wenn das einfach nur so an Schwellen dran sind, die Schienen, und die dann in Kies eingebuddelt sind, die Schwellen. Das ist einfach stabiler, nicht so wartungsaufwendig und halt eben auch sicherer. Aber dann halt teurer. Ja. Sie nutzen nur das bei Schnellfahrstrecken mittlerweile. Zum Bau. Ich glaube, es muss schon über 200 km/h oder so sein, dass man es wirklich nimmt. Die Skala mit Kilonewton, der Terror dort, geht der wirklich, also ist der so weit, wie der Zug kann, oder nutzt der immer nur so einen kleinen Teil davon? Ich glaube nicht, dass ich 300 Kilonewton mit dem Zug hinbekomme. Also bei Autos ist es ja meistens auch so, dass der Terror halt wesentlich nochmal ein ganzes Stück mehr hat als der. Gut, hier ist beim Tacho ja auch die Lok. Ich weiß nicht, jetzt die 140 oder 160 zugelassen. Ich bin meinen nur 140 km/h, aber der Tacho geht auch bis 180, deswegen. Hm. Ja, das ist dann halt einfach allgemeine Anzeige. Also wenn du jetzt bei jedem Zug sozusagen eine andere Skalierung hättest, wäre auch, dann müsste ich jedes Mal erst wieder angucken, wenn du in eine Lok steigst. Also das musst du dir mal anschauen, wenn ich dann von 0 beschleunige. Ich glaube, wenn ich bei 0 km/h bin, also wenn ich von 0 beschleunige, dann kann es schon sein, dass ich 300 Kilonewton vielleicht erreiche. Das kann ich mir vorstellen. Aber das Ganze geht ja exponentiell nach unten, die Kraft. Also umso schneller ich werde, geht exponentiell einfach die Kraft, die ich aufwenden kann, runter. Deswegen kann ich jetzt bei 110 km/h eben nur noch 100 Kilonewton oder so aufwenden, ne? Wenn ich beschleunige. So, die 140 gelten dann ab. Ach, die gelten schon wieder. 140. Gut, schön, dass ich so aufmerksam bin. Ach, die Verspätung, da riecht man sie schon. So, weil ab 167 ist schon und wir sind schon ein bisschen über 167 drüber, wenn wir bei 171 gerade sind.
heißt auch nur noch 5 Kilometer bis Bredstedt. Die Zeit vergeht doch recht schnell. Oh. Wenn man so durchgehend ein bisschen labert. Ja. Also 140, nicht 120 Pascal. Der arme Motor, der dachte sich gerade so, oh, entspannen, nö, doch weiter, komm. Ja, aber mehr als der, wie ist das? Vor allem der Sollwert, dieser weiße Dreieck, ist das bei 75 kN, aber die Lok schafft nur noch so 50 kN. Tja, so ist es halt. Was ein bisschen nervig sein kann, ist, und irritierend, dass beim Bremsen, beim Fahren, dass da die Skalierung anders ist. Beim Fahren geht es ja bis 300 kN, beim Bremsen nur bis 150 kN. Oh. Im Tacho. Mhm. Ja, ich meine, ja, gut. Macht irgendwo Sinn, aber. Ja, weil die so, Bremsen. So weit erkenne ich das gar nicht dort. Ich sehe da. Na gut, ich könnte es mir ableiten aus dem, was zweistellig ist und was dreistellig ist, oder so, weil es so verschwommen. Naja. Ich sehe da gar nichts. Du hast nicht mehr 1440p, die ich auf dem Bildschirm habe. Und die ihr übrigens auch haben könnt, wenn ihr in den Einstellungen bei YouTube da unten das auch so eingestellt. Oh Gott. Ja, außer bei mir. Bei mir wird das nicht angezeigt. Ja, keine Ahnung, was Tobi falsch gemacht hat. 100 km/h. Jetzt einmal runter. Nächster Halt, Bredstedt. Ich habe gerade eine Ruhepause eingelegt, weil jetzt nämlich die Ansage nämlich kam, wie wir vorhin in Friedrichstadt und in Husum überlauert haben, obwohl in Husum ja sogar Anschlussansagen und alles Mögliche kam. Dann lief die ganze Zeit, während wir gelabert haben, die Ansage. No. Sie dachte, ich schweige mal jetzt mal. Wenn hier pünktlich dazu, dass hier die Ansagen kommen sollen. Soll ich so mal, ich nutze mal die Motorbremse jetzt. Mit der ich hier so ein bisschen schwach bremsen kann. Wenn ich dann weniger mit der starken Bremse bremsen muss. Und es dann einfach angenehmer für die Fahrgäste vom Bremsgefühl ist. Weil ich glaube, wenn ich mit der dann nämlich bremse, dann gibt es nämlich auch einen ordentlichen Bremsruck immer am Ende. Also einen ordentlichen Anhalteruck. Aber hier haben wir gerade die 150 kN sogar geschafft. Mhm. Also in der Fall sogar mit der Bremse. Oh, wir schaffen sogar mit der Bremse hier zum Stehen zu kommen. Oh, krass. Ein Träumchen. Und das sogar noch relativ passend. Oh, ich kann noch ein bisschen weiter rollen. Wann muss man eigentlich da sein? 41. Naja, jetzt haben wir es 42. Nur plus 1. Ja, plus 1 geht schon. Ja, schon bei der war das Problem nicht auch, umso langsamer man wird, umso schlechter bremst die. Sie mit der anhalten wird sehr schwierig, deswegen muss man das letzte immer mit der starken Bremse hier machen. So, da sind wir hier auch schon in Bredstedt. Signal ist grün. Und dann können wir auch schon weiterfahren nach Langenhorn. So, hier Bredstedt ist ein Bahnhof, Langhorn ist dann sogar mal ein Haltepunkt, den wir halten, wo wir ja eigentlich fast nur an Bahnhöfen heute halten. So, Türen zu und wir können weiterfahren. So, mal sehen. Und wie hoch kommen wir? Ich glaube 30 kN schaffen wir nicht. Oder? Oh, der ist richtig träge. Na, 225 haben wir geschafft. So richtig träge hier, also wie das so ganz, ganz langsam sich aufbaut, die Energie. Ich weiß gar nicht, ob die. Ne, der müsste dieselhydraulisch sein, müsste die Lokomotive sein. Deswegen ist die auch so richtig träge. Also diese elektrisch. Diese elektrische Einheiten sind dann ein bisschen netter noch. Also die ein bisschen schneller.
Und dieselhydraulisch ist halt, also für die, die den Unterschied haben wollen, dieselhydraulisch ist wie beim Auto, man hat den Dieselmotor und der treibt halt eben das Fahrzeug direkt an. Und bei dieselelektrisch hat man eben den Dieselmotor, der Strom generiert und mit diesem Strom dann ein Elektromotor angetrieben, der dann das Fahrzeug antreibt. Was einfach aufgrund des Elektromotors, der arbeitet, dadurch geht es einfach dann das Ganze besser, hat man eine bessere Beschleunigung und so fort. Während dieselhydraulisch halt eben dann ein bisschen träger ist. Aber man hat eben keinen zweiten Motor, der noch dazwischen geschalten ist. So, jetzt waren wieder 140 angesagt. Und die können wir sogar bis nach Langenhorn halten und sogar noch dahinter. So, 184,3. Boah, das ist ja gefühlt ein Katzensprung bis dahin. Das sind ja nur so 7-8 Kilometer. Wenn wir fahren müssen. Das ist mal schon längere Distanz gewohnt, ne? Ja. Quer hier durchs flache Land des Nordens. Na ja, gut, Berge gibt's hier oben. So nah am Meer, wie wir gerade sind. Nicht wirklich. Und Fun Fact, das Meer werden wir heute auch noch sehen, weil wir wollen ja noch ins Ufer kommen, ne? Also, eine Mauer. Hä? Ich hab nichts gesagt. Mir war nur unklar, was das links dargestellt hat. Ich dachte, das wäre irgendein Haufen Schienen oder so, aber nee, es war eine Mauer. Ja, du mit deiner guten Bildqualität hinkriegst. Von mir. Nur das Beste für die Gäste. Ey, immerhin, es ist. Ich weiß nicht. Sind das 15, 20 FPS? Ich es ist besser als ein FPS pixelfrei. Ja. So, noch 4 Kilometerchen. Wir sehen, ob wir dann sogar noch die 140 km/h sehen, aber ich denke schon. Wir werden damit bremsen müssen. So, 84,3 heißt, wir tun bei 183,3 schon bremsen. Ja, es sind sie 140. Yeah. Oh, 141 sogar. Gut, die verlieren wir gleich das eine km/h. Nicht, weil es hier bergab geht. Und das ist der Motor wieder aus. So. Genau, 184,3. Nicht aus den Augen verlieren, das Schildchen. Weil hier haben wir kein Bahnhof, das heißt, ich habe kein rotes Signal oder so, was mich einbremst. Sondern ich muss den Haltepunkt selber finden. Ne? So, hier haben wir grünes Vorsignal. Und da vorne ist auch ein Vorsignal. Nächster Halt, Langenhorn. Und einmal schön runterbremsen hier. Guck mal, das Ausfahrsignal für den Gegenzug ist auch grün. Das sah doch gerade wunderschön aus mit zwei grünen Signalen. Guck mal, das ist ein Sylt Shuttle Plus, was uns hier entgegenkommt. Mit so einem alten Triebwagen, mit dem wir in der letzten Folge gefahren sind. Und ja, die fahren hier planmäßig. Und ja, die sind als Fernverkehrszug deklariert. Diese alten kleinen Dieseldinger fahren hier planmäßig als Züge, für wenn man ein Fernverkehrsticket kaufen muss. Erkennt ihr schon so ungefähr das Sinnlosigkeitslevel, auf das ich dann in der nächsten Folge eingehen werde? Warte, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Du hast am Anfang der Folge gesagt, das ist die letzte Folge dieser Staffel. Und jetzt laberst du was von nächster Folge. Nein, das ist die letzte Map dieser Staffel. Ah. Folgen okay. Gibt es nach dieser hier noch drei weitere auf dieser Map. Oha. Das ist die letzte Map dieser Staffel. Okay, gut, dann habe ich das euch verstanden. Hm. So. Türen zu. Das heißt, wir können sogar pünktlich losfahren. Halbe Minute plus, aber
Ja, wir hatten schon mal eine ganze Minute plus. Ja, aber halbe Minute ist doch freundlich. Da kann doch niemand was gegen sagen. Das ist meiner Meinung nach noch völlig im Rahmen. Ich kann euch auch mal den Buchbauplan weiter scrollen, wenn ich meine Maus finde. Da. Zack. Da sehen wir, der nächste Halt ist dann Nibel bei 198,4. So, wenn man nach ganz unten noch im Buchverplan schaut, da steht da sowas von Morsum auf Sylt. Also, es ist gar nicht mehr so weit bis zur Nordsee. Noch gar nicht mehr so weit, bis wir den Weg auf die Insel finden. Ne? Auch wenn Tobi Römer nicht weiß, wie denn das gelingen soll. Was ist doch eben googeln. Also. Wie kann man denn. Nicht googeln, das wäre ja doof. Wie kann man einen Zug auf eine Insel rüberbringen? Entweder mit einer Brücke, einer Insel oder einer schwimmenden Straße. Also, ja, schwimmende Schiene. Ich will noch die Option, ja, eine schwimmende Schiene im Sinne von, ich würde mit einem Boot nehmen. Oder man hebt den Zug mit dem Helikopter an. Es gibt tatsächlich, das hat man zwischen, ich weiß nicht, ob man es immer noch macht, zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark hat man es gemacht, oder macht man es auch immer, dass man mit einer Fähre den Zug auflädt und dann rüberfährt und der Zug dann wieder runterfährt von der Fähre. Und dass die Fähre genau so andockt, dass eben die Gleise da perfekt dran passen. Aber die Frage ist, wird Susi so ein Boot darstellen können? Oder wird es nicht doch etwas Festes sein? Wolke oder ein Tunnel? Es ist weder noch. Okay. Es ist kein Schiff, keine Brücke und auch kein Tunnel. Es ist ein Damm. Ja. Es ist tatsächlich ein Damm, den die aufgeschüttet haben, schon vor x 100.000 Jahren geführt. Ja, das ist ja keine Insel mehr. Es gilt als Insel. Es ist natürlich gesehen eine Insel. Man hat einfach nur einen Bahndamm dazwischen in die Nordsee. Ja, man Nordsee hat eine Landbrücke dazu gebaggert. Das ist ja keine Insel mehr, das ist eine Halbinsel. Also hatte ich doch recht. Es ist eine Insel, geografisch gesehen. Es ist einfach nur, wir haben nur so einen kleinen Erdhaufen da in die Nordsee reingebaggert und da zwei Gleise draufgelegt. Aber wir dürfen so 140 fahren. Nicht 120. Ich vergesse mal die Geschwindigkeitsbegrenzung, das ist ja schlimm hier. Ah, oh, diese Vergesslichkeit im Alter. Na, jetzt kommen wir schon über 20. Eine Ankündigung. Da kann ich auch ausrollen lassen. So, wo sind wir denn jetzt? In Stedesand. Aber das ist nur ein. Das ist auch ein Bahnhof, aber ein Bahnhof ohne Bahnsteiggleise. Also ein Bahnhof, der nur betrieblich genutzt wird. Nicht, damit hier Menschen ein- und aussteigen können. Sifa. Zwei noch irgendwelche Gleise ab, sind nämlich Abstellgleise. So, Ausfahrsignal ist grün. Und dann müssten hier vorne gleich wieder die 140 km/h anfangen. Genau, tun sich ja auch. So, nur wegen dem Bahnhof in der Kurve hier, dass wir runter auf 120 müssten. So, dann kommen wir nochmal durch so einen Bahnhof durch, Lindholm. Bei 194,1. Und dann ist das nächste auch schon endlich Nibel, wo wir dann wirklich halten werden. Oder mal runter dürfen 120 und sogar 60 km/h, um Gottes Willen. So, das ist schon das einfache Vorsignal von Litholm hier. So, noch die ganzen guten alten Bundesbahnübergänge. Oh, ein Wort noch schöpfen, das sind Bundesbahnübergänge, aber Bundesbahnübergänge klingt cool. Nicht doppelt Bahn hat.
So, und da kommt auch Kurve 25. Und falls jemand fragt, warum ich nicht für solche Kleingeschwindigkeitsänderungen für nur 20 km/h die leichte Bremse nehme, ich hatte es bei der schon oft genug, dass die nicht stark genug gebremst hat, dass ich dann es nicht mehr geschafft habe, unter die 85 km/h rechtzeitig zu kommen, oder dass mich dann irgendwann eine Geschwindigkeitsprüfstelle einmal gezwangsbremst hat, weil ich zu schnell war, weil die nicht stark genug gebremst hat. Die nehme ich da lieber die starke Bremse und beschleunige dann wieder ein Stückchen, weil sie mich in dem Fall hier auf 110 km/h runtergebremst hat, nicht auf 120. So, bei Ihnen ist also einfach Gefühl und Erfahrung, wie viel man jetzt genau, wie lange man bremsen muss, damit man genau die richtige trifft. Das ist eine Katastrophe hier. Das Einschätzen, ich glaube, da musst du wirklich diese Lok im Schlaf beherrschen können, diese Bremse einschätzen können. Also wenn ihr vielleicht auch Lokführer seid auf dieser Lok oder hier in Susi, bessere Strategien von mit dieser Lok zu bremsen, dann sagt sie mir aber, das ist das, was ich mir ausgearbeitet habe. Am Ende hat die eine Bremse, die du gar nicht kennst. Ja, deswegen bin ich auch persönlich nicht so ein krasser Fan von dieser Lok, weil ich kann nur mit dieser so ein bisschen minimal bremsen oder halt eben so komplett voll bremsen, was halt einfach nicht so einfach zu handeln ist, weswegen ich da kein Fan von bin. Aber wenn ihr da natürlich eine bessere Strategie habt zum Bremsen, dann verratet die mir gerne. Dann kann ich das vielleicht in Zukunft, wenn auch offscreen, besser machen. Oh meine Gott, Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Niebel. Dort haben Sie folgende Anschlüsse. Die Regionalbahn 66 nach Skjern um 10.07 Uhr von Gleis 4 direkt gegenüber. Die Regionalbahn 66 nach Dagebüll-Mole um 10.10 Uhr vom Gleis der Norddeutschen Eisenbahn. Und die 2311 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Hamburg und Köln um 10.11 Uhr von Gleis 2. Bitte beachten Sie auf die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aussteigen. Auf Wiedersehen. Wie viel km/h war jetzt das Ziel? 60. Nächster Halt, Niebel. Das ist ja der Tod ist bei mir immer aktuell, aber das Bild sehe ich immer doch noch, wo du vor dem Schild mit 197,2 stehst. Ja, da bin ich schon ein bisschen vorbeigefahren. Oh, ein neues Bild. Jetzt sehe ich einen LKW mit blauem Führerstand. So, wir sind jetzt hier nämlich an der Autoverladestelle in Niebel am Bahnhof. Denn die Leute, die natürlich mit dem Auto rüber wollen nach auf Sylt, die haben nur die Option des Zuges, weil die einzige Landverbindung ist tatsächlich einfach nur diese Bahntrasse. Und deswegen fahren hier zwischen Niebel und Westerland auf Sylt sehr, sehr rege Autozüge, auf die ich in der nächsten Folge nochmal genauer eingehen werde, weil die mit dem Sylt-Shuttle Plus was zu tun haben. Auf jeden Fall fahren da Autozüge und die bringen die Autos rüber. Und die werden hier verladen im Bahnhof von Niebel. Und wir haben hier sogar eine Einfahrt von nur 40 km/h. Aber ich lasse gerade ausrollen, deswegen sind wir auch schon bei 31 km/h unten. Ne? Und da steht auch schon der Zug in die Gegenrichtung hier drüben. Das ist auch einer, der aus zwei von diesen Married Pair Einheiten besteht. Also immer hier eine so eine Waggonserie und eine Lok und dann nochmal so eine Waggonserie und nochmal eine Lok. Und wir rollen mal ein Stückchen. Ich denke, ja, okay, kommt mal Zug angefahren. Oh. Da drüben steht ein Triebwagen vom Eriks. Oder? Ist es Eriks? Nee. Ach, das ist Nordostseebahn. Entschuldigung, mein Fehler. Und hier kommt noch ein Intercity eingerollt mit einer 218. Das ist ja die Fernverkehrs-Diesel-Lokomotive. Also hier ist jetzt was los, Ma. In Niebel.
Gut, hier steht zwar nach Bad St. Peter-Ording, aber ich glaube, da wird der Zug der Nordostseebahn nicht hinfahren. Aber gut, die haben auch, ist wahrscheinlich eine generische Schilderung und nicht die reale Schilderung. Gerade hatte ich so einen kleinen süßen blauen Zug auf dem Bild. Jetzt ist er wieder weg. Na, da habe ich gerade aus dem Fenster geguckt. So, hier. Haben wir jetzt Intercity-Wagen neben uns halt, ne? So, dann warten wir hier mal ein bisschen in Niebüll bis 10.01 Uhr. Da ist ein Abfahrt, das heißt, wir haben hier 3 Minuten Wartezeit, also noch 2 Minuten, die wir abwarten müssen. Ich mache mal ein kurzes Licht bei mir auf dem Schreibtisch an, es wird nämlich gerade in der Realität ein bisschen dunkel. Stimmt. So, ist ja auch schon fast 18 Uhr in der Realität. Die Frage ist nur noch, was wollte ich jetzt fragen? Verdammt. Das ist eine gute Frage. Meinst du, hast du mich abgelenkt? Hä? Genau. Ob wir Verfrühung haben oder ist ja einfach eine lange Wartezeit? Nee, es sind 3 Minuten Wartezeit eingeplant. Laut Buferplan Ankunft 9.58 Uhr, Abfahrt 10.01 Uhr. Da sehe ich ja nicht. Das ist einfach, weil wir den Gegenzug abwarten, dass dann, ob es eine Toleranz im Fahrplan drin ist. Falls der Gegenzug mal so eine Minute Verspätung hat. Weil wenn das perfekt auf die Minute alles getimt wäre und dann der Gegenzug eine Minute Verspätung das hätte, würde es bedeuten, dass wir auch automatisch eine Minute Verspätung bekommen würden. Deswegen so minimale Puffer sind da schon ganz nett, wenn die eingeplant sind. Wenn wir da eh schon Zeit haben. Ich habe vorhin rechts neben der Bahnstrecke waren öfter mal so Wasserkanäle. Das war auch ganz interessant, aber die sind nicht nochmal wiedergekommen. Deshalb habe ich die nicht nochmal erwähnt. Du kannst jetzt mal ein Bild einblenden. Welche eins finde, die sind, ja. Sind das einfach nur Entwässerungs? Na, sind Entwässerungskanäle. Damit die morastigen und Böden hier einfach besser genutzt werden können. Ey, das will ich noch an unser LS19-Projekt auf der nordfriesischen Marsch, Tobi. Ja, da gab es auch immer diese Kanäle, ja. Weil nordfriesische Marsch, wo spielen die, Tobi? In Nordfriesland. Wo finden wir uns gerade? In Nordfriesland. Einfach damit irgendwelche Tobis und Pascals, die dort einen Bauernhof gegründet haben, damit die auch ihre Felder bewirtschaften können und dort nicht alles einfach nur morastig und matschig ist und du dort nicht durchkommst und nicht ordentlich was anbauen kannst. Boah, die Häuser, die du bauen willst, versinken halb. Sehr gut, das wollte ich machen. Hast du wieder die Tür auf der anderen Seite geöffnet? Nee, ich hab den Fahrtrichtungswähler auf neutral gestellt. Ich sehe übrigens gar nichts mehr, ich glaube, es lädt nur noch. Ja, das ist natürlich auch eine Option. So, wir haben hier Ausfahrt mit 40 km/h. Zumindest aktuell 20 km/h, dank PZB. Wieder ein Bild. So, jetzt sind 40 km/h. Genau. Und keine. Da steht nichts von A60, also haben wir A40 automatisch durch das Langsam-Fahrsignal und danach haben wir eine Sprintmenge von 80 km/h, wenn wir den weichen Bereich hier überwunden haben. Na da, so, hier sind auch ein paar Autowaggons rumstehen und ein paar 218er Loks. Und ihr seht auch, dass die Bahnstrecke hier eingleisig ist und da ist irgendwas mit einem Holzanhänger passiert, weswegen da gerade viele Leute um den herumstehen und versuchen da irgendwas zu retten, was vielleicht gar nicht mehr zu retten ist. Ja, nicht so pessimistisch. Vielleicht ist nur eine Bremse kaputt. Ja, das kann natürlich auch sein. Übrigens seht ihr auch wieder die Signalkabel neben uns hier links, um die ganzen Hornsignale anzusteuern. Und dann geht's weiter hier auf unserer eingleisigen, nicht elektrifizierten Hauptbahnstrecke. So, wir waren jetzt in Niebüll, dann haben wir den Bahnhof Lehnshallig als nächstes durch eine Durchfahrung, der hat wieder keine Bahnsteige. Und wir haben jetzt bis 99,4, 80 km/h. Aber wir sind schon bei 199,8, also kommen wir jetzt hoch auf 100 km/h. Alles gut. So, beim Lehnshallig muss ich aufpassen, weil da steht was von E60 und A60, also kann es sein, dass wir eine Einfahrt mit Langsamfahrt bekommen. Wahrscheinlich je nachdem, auf welches Gleis wir geleitet werden.
und zu schauen, dass wir da auf 60 km/h runterbremsen. Aber das kann ich aus Erfahrung sagen, wir werden wahrscheinlich, oh Gott, 100 km/h sind schon erreicht. Wahrscheinlich auf das Gleis ohne Geschwindigkeitsreduktion gehen, weil hier in Lehnshallig treffen sich immer Regionalexpress und Autozug. Und die Autozüge werden einfach immer abgestellt, halt eben. Auf dem einen Gleis, wo man mit 60 km/h ein- und ausfahren muss. Und warten dann, bis wir durchgerauscht sind auf dem anderen Gleis und fahren dann weiter. Ich glaube, so war das in der Regel zumindest. Ich will nicht ausschließen, dass auch mal wir warten bis auf den Autozug, aber. Ja. Dann dümpeln wir mit unseren 100 km/h ja immer rum. Und unser nächster Halt ist dann Klangsbüll bei 211,7. Und ab da können wir auch wieder 120 fahren. Oh ja, noch 10 Kilometerchen. Und wieder hoch auf die 100 km/h. Die Kilometertafeln sind jetzt auf der linken Seite, damit die eh für beide Seiten beschriftet. Die sind von beiden Seiten beschriftet, ne? Also in der Regel sind sie mal rechts vom Gleis. Bei eingleisigen Bahnstrecken ist es aber. Egal. Eins von beiden. Das ist eins von beiden, weil das sind in beide Richtungen geschildert. Es wäre ja sinnlos, wenn man da hier mal links und rechts einen Mast aufstellen würde. Damit bräuchte man ja doppelt so viele Mäste. Deswegen. Beziehungsweise bei so älteren Bahnstrecken, die nicht solche Kilometer-Tafeln haben, sondern noch Kilometer-Steine haben, da hat, das hat man in den letzten Folgen auch, da sind die mal abwechselnd links und rechts aufgestellt, die Kilometer-Steine. So, wir haben hier grün, grün, keine Langsamfahrt. Also wie ich schon sagte, wir werden wahrscheinlich durchfahren und der Autozug in die Gegenrichtung, der wird da auf dem anderen Gleis stehen, auf uns warten. Dass wir vorbeigerauscht sind. So, Einfahrsignal ist grün, das sehen wir schon. Wo nochmal so am Ende noch so ein leises Stottern vom Motor eher ganzen Geist aufgibt. Genau, da steht er. Auch mit der 215 Bestand. Und dann haben wir hier den Autozug. Vorne ganz schön leer, aber hier hinten, da stehen sie, die ganzen Autos. So, Bahnübergang haben wir hier vorne. Der ist gesichert, ordnungsgemäß. Und hier hinten dran hängt ein Sylt Shuttle Plus. Hinten an den Autozug dran gekoppelt. Aber wie gesagt, dazu mehr in der nächsten Folge. So, das ist der Bahnübergang schon. Und dann, genau, 211,7 im Sommer gerade. Und 206. Na, haben wir noch ein bisschen Zeit, die wir mit unseren 100 km/h hier verbringen können. Auf dem eingleisigen Abschnitt. Und Sie so? Sie fahren. Was geht bei Ihnen so ab? Ich Sie fahren doch gerade richtig gepasst. Und Sie so? Sie fahren. Ja, das kam, ging ein bisschen später hier, das Ballonsignal. Aber es ging auch rechtzeitig an. Ich war gerade schon kurz davor, die Bremse in die Hand zu nehmen. Und dann wieder Motor stottern. Ja, ich habe wieder Standbild, das ist irgendwie. Und jetzt oh, ein Stille neues Bild. Vom Zug. Ja, wieder ein neues Bild. Yay. So sieht das bei mir aus im Moment. So. Das ist. Boah. Discord wirft mit einzelnen Frames um sich herum. Oh, jetzt habe ich ja wieder. Ich sehe wieder ein bisschen was. Yay, bewegt Bild. Das könnten sozusagen fast die vollen 15 FPS sein, die du eingestellt hast. Tja, wenn man halt eben kein Discord Premium irgendwas heißt. Nee. Normalerweise hast du. Also wenn ich jetzt einen Stream starten würde, ne? Man kann auswählen. Warte. Hier, gratis sind 30 FPS und 720p.
Ah, ich habe 15, hab ich nur 15 FPS gemacht, weil ich mein Internet kenne. Ja, warum? Also man kann halt auswählen zwischen 15 und 30. Ah, ja. Man kann tatsächlich auch bessere Lesbarkeit von Texten auswählen, damit hast du dann das Bild genauso scharf wie die Quelle ist und aber halt 5 FPS. Ja gut, aber wenn du den Text lesen willst, dann brauchst du nicht mehr als 5 FPS. Warum? Dann ist halt besser eine höhere Auflösung zu haben. So, na noch 2 Kilometer bis Klonksbill. Ich kann nochmal einen letzten Stoff geben. Ein paar Vorsignale ist grün sogar. Wahrscheinlich hat es aber sogar pünktlich ankommen. Ja, wir sind auch pünktlich losgefahren, ne? Alles war in. Das Spiel, das du da vorgespielt hast, Tramsim? Nein, das war nämlich das, Nächster Halt, Klangsbüll. Wie hieß denn das? TSW. 2. Da hattest du irgendwie öfter Verspätung, kann das sein? Also am Anfang von Susi 3 war auch ordentlich Verspätung, aber das hat sich mittlerweile einigermaßen gebessert. Es kommt drauf an, halt eben, wie die Betriebslage ist. Also ja, klar, es kommt auf die Route an, so, aber. Es kommt auch drauf an, wie die Betriebslage ist. Wo man auch sagen muss, hier in Susi haben variable Fahrpläne. Bis auf jetzt in den letzten Folgen, da hat man ja das komplett fiktiv, das Szenario ausnahmsweise. Während in TSW waren die Fahrpläne nicht original. Deswegen, das ist aber hier anders. Ein bisschen weit gefahren, weil vorhin schon das Halteschiff für 250 km/h, wir hätten an dem für 200 km/h halten müssen und unseren 180 Kilometern Länge. Kilometer? Also ich sehe das halt. Metern Länge. Na, wir hätten an Maus, an dem hier halten müssen schon. Naja, so ein bisschen zu weit gefahren, aber passt schon. An sich noch alles machbar. So, Ausfahrt haben wir auch. Da kommt auch schon wieder ein Gegenzug. Und dann Klangsbüll. Halbe Minute Standzeit haben wir noch. Dann können wir 10.12 Uhr auch pünktlich hier losrattern. Wieder. Und dahinter ist, glaube ich, wieder eingleisig oder doch zweigleisig. Ich weiß es nicht. Aber wir sind jetzt in Klangsbüll und der nächste Halt heißt Morsum auf Sylt. Mit anderen Worten. Unsere nächste Etappe heißt Nordseeüberquerung. Yay. Ich gehe auch mal kurz Licht anmachen. Na, no, machen Sie mal Licht an. Ich glaube, wir sind bei den Türen nicht. Warum wollen wir nochmal Leute einsteigen? Es ist schon 12. Ich war doch rechtzeitig da. Habe ich vergessen, die Tür noch aufzumachen und habe nur den Türwahlhebel richtig eingestellt. Das wäre natürlich doof, dann würde ich mir jetzt einfach wegen Dummheit eine Minute Verspätung holen. Du hast vergessen, die Türen aufzumachen? Ich hatte eine Hebel eingestellt. Ich weiß nicht, ob ich vergessen habe, auf den Türöffnungsknopf noch zu drücken dazu, weil da oben ist immer noch dieses Männchen mit, dass Leute einsteigen wollen. Hm. Da wurde schon seit einer Minute los hätten fahren sollen. Deswegen habe ich jetzt gerade nochmal den Knopf gedrückt. Sie haben jetzt wahrscheinlich aus Dummheit eine Minute Verspätung geholt. Ja gut. Na ja, dann warten wir mal, bis das Männchen oben verschwunden ist. Da komm. Zieh leider. Du rotes Männchen da oben.
Die Türen sind doch offen. Was ist denn jetzt hier? Hast du mal von draußen geguckt, ob sie offen sind? Gehen die auf? Wenn ich nach draußen gucke, dann sind die Türen immer zu. Ja, gut. Hinzu sind die Türen immer zu. Das sind Stachelmodelle. Sonst, bevor du mehr Verspätung einheimst, dann fahr lieber los. Ja, wir haben jetzt aber die Türen zugemacht. Ob wir Leute noch einsteigen wollen. Laut Susi. Weil, wie gesagt, wir sind auf einer eingleisigen Bahnstrecke. Wenn ich jetzt eine schöne Verspätung mache, dann werden mich alle weiteren Züge in die Gegenrichtung hassen und auch die Züge danach folgen nach mir, weil diese Verspätung werden sie einfach raufaltieren auf dieser Strecke. Das wird Ewigkeiten dauern, ehe die Verspätung hier mal raus ist. Wenn ich so vielleicht mehr als 5 Minuten sogar mache, dann habe ich am Ende vielleicht sogar das Pech, dass ich bis Betriebsende heute Abend die Verspätung auf der Strecke erhalten wird. Das ist immer das Risiko bei eingleisigen Bahnstrecken, vor allem wenn die dicht befahren werden, wie es hier der Fall ist. Also wenn da kaum freie Kapazitäten sind, dann keine Chance. So, 140 dürfen wir fahren. Dann werden wir das wohl auch tun, ne? Übrigens, hier ist wieder so eine Entwässerungskramtube. Ja. Da haben die Leute nochmal ein Anschauungsbeispiel, vielleicht was du meinst. Und ich muss doch nichts einblenden. Piu! Glück gehabt. Aber dieses Symbol, das verschwindet auch nicht wieder, oder? Das was verschwindet nicht wieder? Das rote Symbol oben links. Am nächsten Bahnhof. Muss ich es resetten. Hm. Also am nächsten Halt. Na dann, wann wird sie eine Kombi noch sehen? Sehen wir sie da schon am Horizont oder ist es noch ein anderes in der Horizont sehen? Oder ist nicht doch schon das Meer? Der Zug kann noch ein bisschen abkommen. 140 km/h dauert längst nicht erreicht. Die können noch ein bisschen den Horizont hinterher stauen. Wenn dann mal das Meer kommt, mag. Sie fahren. Dann fahren wir einmal rüber über den Hindenburgdamm, wie er heißt. Man kann es jetzt auch einordnen, um welche Zeit herum. Ich sehe keinen Damm, ich sehe nur ja, noch ein nicht. Schild mit 215,4. Noch ist der Damm nicht da, ich sehe ihn auch noch nicht. Ach. Aber ich weiß, dass wir ihm uns nähern. Hindenburg. Ja. Nein, das ist ein Schild, was ich gehört habe. Oder war das die Typ Zeppelin? Es gab auch einen Zeppelin, der so hieß, und der damals abgestürzt ist und explodiert. Ist das da links schon Wasser oder ist das noch Wiese? Das da links müsste Wasser sein, glaube ich. Nee, ist noch Wiese. Sifa! 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 Nee, ich glaube, das soll schon Wasser darstellen. Sicher? Wasser ist, glaube ich, blauer. Also jetzt im Vergleich zu den Kanälen und hinten links war auch schon ist ja, das ein blauer Kante. Auch blau. Ah ne, da kommt's, das Wasser. Naja. Gut, da kommt es. Sehen wir uns gleich nochmal. Da ist das Wasser. Da ist es. Sifa. Auch das Thumbnail schieße ich später nochmal irgendwann. Den Stress machen wir jetzt nicht in der Folge, dass ich mir noch einen Thumbnail raussuche. Lass ich dann irgendwann nochmal den Autopiloten die Strecke abfahren.
macht an der schönsten Stelle. Ja, und das sind wir jetzt hier auf dem Hindenburg dann. In der einzigen Möglichkeit ohne Boot oder ohne Flugzeug, ich weiß gar nicht, ja doch, ob es ein bisschen Flughafen geben. Wie gesagt, Leute sind mit dem Privatjet hinkommen. Aber die einzige Möglichkeit eben nicht per Boot und nicht per Flugzeug auf die Insel zu kommen, ist halt eben die Eisenbahn. Deswegen man hier über diesen Damm rollen muss. Auch mit seinem Auto in Form eines Autozuges. Und der ist auch ein paar Kilometer lang, der Damm, das ist nicht, ne? Den Morse haben wir bei 228 erst. Hat aber nicht einen Flughafen. Ja. Also Morse haben wir erst in 6 Kilometern. Ich war ein bisschen übererforscht, im Moment ein paar kmh zu viel. Naja. Gehört sich eigentlich nicht. Ist ja bei 140 Grenze. Toleranz wie auf der Straße. Beim Blitzer gibt es hier nicht eine Schiene. Eigentlich ist 140 gleich 140. Und nicht 142. Da kommt wieder ein Autozug in die Gegenrichtung. Das war aber nicht von der DB mit einer roten Lok, sondern mit einer blauen Lok vorne dran. Das ist ein anderer, privater Zugbetreiber, der auch maßgeblich daran beteiligt ist, warum es den Sylt-Shuttle Plus gibt, den nicht ganz so sinnvollsten Zug Deutschlands. So, da haben wir es aber auch schon auf Sylt. Herzlich willkommen auf der Insel der Schönen und Reichen. Yay. Das war ganz interessant, weil er die Yay war sehr abgebrochen am Ende. Das war nur so ein Yay. War ich jetzt nicht irgendwo, ich habe die Bausimulator-Folge geschnitten und irgendwo hast du auch Ups gesagt, als du das Ding durch die Gegend geschleudert hast. Also so ein Fertigwandteil. Hm. Und da kam auch nur so Up. Ups. Oder Ups. Es war irgendwie auf jeden Fall sehr abgehackt, weil das dieses, das S am Ende hat OBS wahrscheinlich rausgefiltert, als Rauschfilter. Hm. Upp. Das war, ja. Nun ja. So, ich lass mal rollen, weil 128,8, also in 2 Kilometern, ist ja auch schon der Halt. Und ich habe ja gerade ein bisschen zu viel Stoff teilweise ergeben, da kann ich jetzt auch ein bisschen ausrollen. Oder? Na, zeitlich soll ich es eigentlich nicht machen, weil zeitlich sollten wir eigentlich jetzt da sein. Ah, passt schon. Sifa. Nächster Halt. Morsum. Und dann einmal schön beherzt bremsen. ...100 km/h sind jetzt hier eher. Auf dem weiteren Abschnitt bis Westerland nur noch. Das war das letzte Mal schnell vor mit 140 jetzt gerade. Kritisch. Ich habe den Hebel nicht weit genug gezogen, den Bremshebel, und dadurch hat er nicht gebremst. Du-dum. Man muss sie nochmal 3 Stufen nach vorne, sie hätte noch 2 Stufen nach vorne gezogen. Dum, dum, dann einmal rückwärts. Einmal ganz vorsichtig rückwärts, aber ich würde nicht weiter das Signal fahren.
Und ansonsten sollte das Signal schon auf Rot geschalten haben, dann tun wir einfach mit PZB, Dingens hier, wie heißt das nochmal, die Taste? Ja, auf jeden Fall mit der PZB-Taste, der über rote Signale fahren kann, nochmal. Verwiesen. Befreien, überbrücken. Wachsam, frei, Befehl, mit der PZB-Befehlstaste. Guck mal, hier sitzen sogar Möwen auf dem Fahrkartenautomaten. So, Türen sind auf, ne? Da, siehst du die Möwe auf dem Fahrkartenautomaten, da ganz links im Bild? Da. Das ist so ein Merkmal. Ah ja, das ist eine Insel. Da sind Möwen. Hier ist Meer. Na gut, das könnte auch Merkmal für einen Hafen sein, aber... Guck mal, da drüben auf dem Ausfahrsignal in die Gegenrichtung sitzt auch eine Möwe obendrauf. Dem Ausfahrsignal, was da rot ist. Ah ja, stimmt. So, jetzt sind wir bei 2 Minuten Verspätung. Ah gut, da sind wir jetzt eh gleich am Ende unserer Fahrt, ne? Noch einen Halt haben wir dann in Kaitum auf Sylt. Und dann ist der letzte Halt auch schon Westerland. Achso, nee. Wir wollen schon vorwärts fahren. Vergessen wir, dass man den Vorwärts noch wieder einlegen sollte. Schlimm. Einfach nur schlimm. So, und auf geht's. Wir sind 2 Minuten nach Kaitum und hoffen, dass wir jetzt nicht zu viele andere Züge nerven mit unserer Verspätung. Das wäre zumindest ganz nett. So, Kaitum aber 233, das sind 4 Kilometer nur. Ja, kann man was hinlaufen. Und so groß ist Sylt auch nicht. Wenn es auch die größte der nordfriesischen Inseln ist. Aber es gibt eine Syltbahn. Ja. Ja, auf der Welt haben sie jetzt auch eine Möwe. Hier sind überall Möwen auf der Insel, aber das ist grauenhaft. Da dachte sich auch eine der Designerinnen. Ja, klar. Das ist. Wahrscheinlich haben es die Leute ja auch ein bisschen übertrieben, die Web bestellt haben. Aber ist ja nicht schlecht. Da erkennt man zumindest die ganze Zeit, dass man immer in der Nähe vom Meer ist. Und ist ja auch nicht unrealistisch. Also wenn du wirklich so am Meer bist, das sind ja wirklich immer überall Möwen. Deswegen. Gerade in der Nähe von Fischerei oder so, ja. Aber auch allgemein immer, irgendwo auf der Insel, bin ich immer eine Möwe. Ich finde dieses Gestotter von dem Motorfahren so schön, wenn er sich dann so denkt so, ja okay, dann schalte ich mich halt eben aus. Und ein bisschen bum, 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 bum. Und aus war er. So, müssen wir da aufpassen. Hier steht was von E60 und A60. Nicht, dass wir eine Langsamfahrteinfahrt bekommen, aber gut, von 100 auf 60, das sollte bremsbar sein. Was mich auch gerade daran erinnert ist, ah, guck mal, da haben wir Langsamfahrtschaufel. Was mich das auch gerade daran erinnert ist, wenn man so Zug gefahren ist, dann hat man so gemerkt, so, ja, okay, der Zug piept manchmal. So ein bisschen. Wenn ich heute Zug fahre, dann merke ich, aha, nächster Halt. Jemand vergisst die SIFA zu drücken, weil plötzlich, dass ich das SIFA-Piepen höre in meinen Ohren. Oder ich höre, dass jemand da an der PZB gerade einen Knopf gedrückt hat, weil ich das PZB-Piepen höre. Oder so. Das ist schön. Früher war es so, ja, piep ein bisschen, aber heute bin ich so, aha, das hat er verbrochen. Weil ich bin heute Zug gefahren, hatte ich es auch Hinzus beim, dass da hin und wieder mal die SIFA gepiept hat. So,
So. 60 km/h. Und wir haben gelbes Signal. Und da wartet auch schon ein Gegenzug auf uns. Und nervt sich darüber, dass er in seinem ersten Fahrplan halt seiner Fahrt schon direkt 2 Minuten Verspätung macht, weil der Gegenzug 2 Minuten Verspätung hat. Ja, wohl aktuell ist nach 1 Minute Verspätung sogar nur noch raus bei uns. Ey, das wäre ja. Na? Aber der fühlt sich schon natürlich direkt. Denkt sich so, yay. Weil erster Halt und direkt hat der Gegenzug 1 Minute Verspätung, der hier ankommt. Also für den Kollegen hier ist er der erste Halt. Und es ist der vorletzte. Sifa. Und da fährt auch schon los, der Gegenzug. So. Unser Formsignal ist natürlich direkt vor einem Baum, aber ich glaube, das sind 2 Flügel, die nach oben gehen. Das, was man da so deutlich sehen kann, ist das vom Gegengleis, das Ausfahrsignal. Also sollten wir Ausfahrt haben. Das klingt doch an sich schon mal ganz gut. So, 29 ist Ausfahrt, wir haben es bereits 30. Dann schauen wir mal, wann alle Leute ein- und ausgestiegen sind. Hast du die Türen offen? Naja, für mich finde es auch schön, wie hier auf dem Bildschirm steht, Tankinhalt 100%. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in den fast 1,5 Stunden unserer Fahrt 0% Diesel verbraucht haben. Ach. Ich glaube, es wäre ein bisschen zu utopisch. Dieselsparzug. Na. Oder es wurde einfach nicht mit implementiert. Naja, das ist einfach nix auf dem Display drauf. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir noch eine Reichweite von 1100 Kilometern haben. Da haben wir unsere Zugnummer hat's übernommen mit 11006. Und jetzt übernommen. So, weiter geht's. Es wird wieder eingleisig. Und dann ist der letzte halt auch schon Westerland auf Sylt. Kilometer 237,6. Aber das ist ja auch nicht mehr weit entfernt von hier. Ja, 4 Kilometer. Dann sind wir auch schon da. Du brauchst gar nicht so stottern, Motor. Ich darf jetzt gleich wieder auf 100 km/h beschleunigen. So. Die letzten finalen 3 Kilometer noch. Und hier sehen wir auch wieder 3 Millionen Kabel, die hier gespannt sind. Also Zugdrähte, Zugseile. Und Short mit einem Crashkurs vorm Signal. Ja. Da ich anschauen, wenn ihr nicht wunderbares YouTube-Short zugemacht. Sogar aus der Folge einfach rausgeschnitten. Warum wollen wir eigentlich immer gleichzeitig lossprechen? Weil eine Sprechpause ist und du überlegst und ich warte drauf, dass du eine kurze Sprechpause machst, damit ich anfangen kann und dich nicht einfach unterbreche mit einem Satz. Allerdings fängst du dann halt auch wieder an, um keine zu lange Lücke zu lassen und dadurch fangen wir halt gleichzeitig an. Naja. Schön. So, langsam Fahrt erwarten. 50 km/h, sagt mir der Buchfahrplan. Und dann geht's auch schon runter auf 30, weil wir natürlich in ein Stumpfgleis einfahren. Und die Einfahrt in ein Stumpfgleis kann nie mit mehr als 30 km/h erfolgen. Und ein Stumpfgleis ist was? Ein Gleis, an dem am Ende ein Prellbock steht. Ah. Boah, ich wollte 50 km/h treffen und bin gelandet bei 49. Wow. Übung macht den Meister. Na, eindeutig.
Der rote Zug links, das ist wieder so ein Autozug, oder? Das war wieder ein Autozug, ne? Bei mir wurde da nur eine Weile angezeigt. Nächster Halt, Westerland auf Sylt. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So. Was steht denn hier rum? Da vorne steht auch noch ein Autozug. Hier steht eine 218er Lokomotive rum. Da stehen Schilder mit, dass ich ab hier nur noch 30 km/h fahren darf, aber ich fahre eh schon 25. Fahren zwei. Da stehen 218er. Sifa. Da steht ein Sylt Shuttle Plus. Am Bahnsteig. Nee, an der Autoverladerampe steht das Sylt Shuttle Plus. Da können die Leute aber nicht aussteigen. Dazu auch mehr in der nächsten Folge. Ich tease hier so viel Sylt Shuttle Plus Zeug an. Ah ne, das Sylt Shuttle Plus hängt hinten hier am Autozug dran. Was ist da noch? Steht hier noch auf dem, der anderen Seite vom Bahnsteig? Ist ein Intercity, der da steht, oder? Ja, ist ein Intercity, der da steht. Ah ja, dann räumen wir hier noch ein bisschen genüsslich rein. Ich schaue dem Zug dabei zu, wie er hier fährt. Und dann heißt es vor dem Brevo noch ein letztes Mal die Bremse betätigen. Und dann haben wir es auch schon erreicht. Dann kommen wir alle ein paar Monate zu spät zur Hochzeit unseres Finanzministers. Was? Na, unser Finanzminister hat vor ein paar Monaten, im Herbst damals, glaube ich, hier geheiratet. Auf Sylt. Wieso weiß man sowas? Das wurde damals in den Medien ganz groß breit getreten. Von wann ein Journalist geheiratet hat. Ja, semi-freiwillig lese ich sowas. Ich glaube, du könntest also im Vorfeld dann doch noch nicht auf 20, sondern auf 30 dann doch noch runter gehen erst. Jetzt sag es mal mit meiner schönen Bremse. Nur ich bin dann zu faul, aber wir hören es beschleunigen, man bringt ja eh nichts. Ich roll ja eh nur noch aus, weil ich hier jetzt eh bremse. Ja, aber das ist halt doch noch ordentliche Verzögerung. Wie du damit einfährst. 35 soll ich ankommen, jetzt haben wir 36,5. Die Minute Verspätung hatte ich eh schon. Ich will behaupten, dass du zu spät angehalten hast. Oder? Nö. Gut, sieht man jetzt zwar aufgrund. Ich kann das so schwer einschätzen mit so wenig FPS. Die Telefonzelle und des Ticketautomaten nicht gut, aber. Du hast bestimmt noch 10, 20 Zentimeter. Noch mehr Möwen. Na? Auf dem Geländer, hier auf dem Bahnsteig. Bitte Ansagen beachten. Na? Oh. Telefonzelle auch, dann. Zwei Möwen am Kuscheln. Dann wünschen wir allen Fahrgästen noch einen angenehmen Aufenthalt und verabschieden uns. Ich glaube, es hat schon unser Zugleiter gemacht. Übrigens, fällt mir gerade, ich habe ja gar keine Grüße hier ausgerichtet an die Person, die das gemacht hat. Ich bin gerade ein. Ich muss aber nachgucken werden, ob die Ansagen eingesprochen hat hier für dieses Szenario. Ach, jetzt könnt ihr hier gerade mal in Unterlagen reingucken. Ja, guck mal, da seht ihr mal ein bisschen was. Hinter die Kulissen. Ich sehe gar nichts. Ja, du nicht. Na, du siehst doch nie was. Bist du ja ahnungslos. Nee. Wo haben wir das denn? Hier, nach Westerland. Genau, dann gehen Grüße raus an Hanna, die das Ganze hier eingesprochen hat. An den individuellen Ansagen, also an die Zugleiteransagen. Und Grüße gehen an mich raus, der hier die DB-Ansagen eingesprochen hat. Grüße gehen an mich raus, Alter. So. Eieiei. Wir hatten zweimal Abfahrt ohne Auftrag, also wo ich zu früh abgefahren bin, wo noch nicht alle Leute ein- und ausgestiegen waren.
maximal 2 Minuten Verspätung, durchschnittlich 0 Minuten Verspätung, 6 Mal schlechter Fahrstil, weil wir zu stark gebremst haben, 9 Mal haben wir vergessen, die Türen aufzumachen, das halte ich für eine Lüge. Ich glaube, die Türen gehen einfach nicht. Oder das Spiel erkennt es einfach nicht richtig an für die Auswertung. Und 100% Geschwindigkeitsüberschreitungsabzug. Ja. Unser Diagramm hier. Ja, hier haben wir mal ein paar Spitzen zu stark. Ne, hier haben wir mal wieder zwei Spitzen zu schnell. Hier waren wir so ein, mal dreimal zu schnell. Ja, nichts, was 100 km/h rechtfertigen würde. Aber gut, die Auswertung kann es ja eh recht egal sein. Dann danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ja, tschüss. Tschüss.